Guten Morgen. Heute Morgen reden wir darüber, Leb für einen Sieg. Und wir gewinnen ja gern. Ich weiss nicht, wie ihr sagt, aber ich habe es gern, wenn ich gewinne. Und darum habe ich noch 4 Spiele mitgebracht. Also nicht mitgebracht, aber davor gesehen. Ich würde gerne wissen, welches von diesen Spielen das euer Lieblingsspiel ist. Also wer spielt von all diesen Spielen davor am liebsten Carcassonne? Wer am liebsten Monopoly? Dann schaut es doch ein paar. Bei Monopoly ist es so, dass du nach etwa 5 Minuten vom Spiel weißt, wer gewinnt und wer verliert. Und dann spielst du es einfach nur aus. Wer spielt am liebsten Siedler? Super. Und Ligretto? Und ich will euch jetzt nichts unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr das Spiel am liebsten spielt, wo ihr am meisten gewinnt. Also ich spiele gar nicht gerne Ligretto. Als wir hier heiraten, meine Frau immer wollte Ligretto spielen, haben wir auch gewusst, wieso, weil ich dort immer gnadenlos verloren habe. Es war einfach viel schneller gewesen. Und darum in der Zwischenzeit spielen wir es nicht mehr so viel. Wir spielen jetzt viel mehr Carcassonne und Siedler, das sind meine Spiele. Nein, manchmal spielen wir schon Ligretto, wie auch immer. Aber es ist so, wir gewinnen gerne, oder? Gestern sind wir ja mit der Gemeindeleitung da unterwegs auf der Trottinette und ich durfte da mit. Dürfen. Und irgendwo ist bei mir plötzlich das Gen vorgekommen vom Wettkampf, oder? Da das Zeug abzurösten. Und ich bin jetzt froh, habe ich lange Hosen an. Das ist da fein ein bisschen rot geworden. Das gibt es dann manchmal, oder? Wenn du mit viel Risiko lebst, gibt es manchmal auch etwas, die Hose geht, aber zum Glück kann Gott ja alles flicken. Aber es tut jetzt immer noch weh. Ja, immer. Wir gewinnen gern. Und im Reich Gottes ist es cool, dass wir eh auf der Siegerseite stehen. Weil da ist einer, der hat den Sieg vollbracht. Der hat jede Macht von Finsternis auf einmal zu kleinen Bitzen gemacht. Aber der Punkt ist, dass irgendwie der Sieg noch nicht überall ganz sichtbar ist. Und darum, ich werde das heute mit Seilziehen darstellen. Kletterseil braucht man normalerweise zum Klettern, aber wir machen es heute Seilziehen. Und das ist für mich wie, Jesus hat den Sieg errungen. Aber irgendwo ist in dieser Welt immer noch ein Reich von Finsternis, das ständig probiert, uns Sachen kaputt zu machen. Vielleicht bin ich darum gestern umgekehrt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es war einfach eine Überschätzung der Fähigkeiten vom Trottinett. Ich sage jetzt nicht von meinen, aber... Also ich habe gesehen, wie die vor mir sind in die Kurve gefahren. Ich dachte, das hätte es schon, aber das Trottinett hat es nicht gehabt. Gut, also wir können sagen, es ist wie Seile ziehen. Hier sagen wir, es ist reich von Finsternis, hier ist reich vom Licht. Und anscheinend ist der Sieg, den Jesus hat vollbracht, muss wie noch sichtbar werden. Wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, sehen wir ganz viele Bereiche, wo die Finsternis Sachen kaputt macht, wo Werte kaputt gehen und so weiter. Und es ist wie ein Kampf, der tobt zwischen Finsternis und Licht. Und ein Ort, wo wir das immer wieder sehen, ist selbstverständlich in der Bibel. Und ich liebe das Alte Testament. Ich weiss, die Geschichten sind für uns zum Teil sehr fremd. Und ich finde es so recht abstrus, wenn der Shamgar dort steht auf dem Bitz und tut mit dem, das habe ich heute Morgen gelesen, Richter 3. Das ist der Shamgar, das ist nur etwa 2 Verse. Und der hat mit einem Hirtenstock, also mit einem normalen so Stecken, den du brauchst, für Kuhli zu treiben, hat er 600 Finden erschlagen. Das war eine andere Maschine. Es ist irgendwie, mir ist das mega fremd und irgendwie ein bisschen schräg. Und dann der David und der Goliath und die ganzen Geschichten sind viel zu brutal. Aber spannend ist, dass wir da drinnen mega viele geistliche Wahrheiten finden für unser Leben. Und ich liebe das Alte Testament. Weil ich merke, da drin ist so viel an Schätzen verborgen, die wir heute davon lernen können. Und eine von diesen Geschichten ist im Richter 4. Wir lesen hier, geht anfangs vom Kapitel, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und das ist irgendwie so ein Zyklus, was sich wiederholt im Buch der Richter und auch schon und auch weiter in den nächsten Büchern. Das wie das Volk Israel hat Gott gesucht, hat Gott nachgefolgt, währenddem das eine Leiter da war, der ihnen das Ganze hat quasi ihnen Gott näher gebracht. Dann haben sie Gott angebetet, irgendwann ist er gestorben und sie dachten, jetzt können wir wieder machen, was wir wollen und haben anderen Götter anverdienen und so weiter. Da so ein Gott hat gesagt, sie sollen es nicht machen. Im 5. Mose 28 sehen wir die ganze Liste, was es für Konsequenzen hat, wenn wir Gott dienen oder wenn wir eben Gott nicht dienen. Und in diesen Momenten ist dann all das passiert, was eben passiert, wenn wir Gott nicht dienen. Und sie findlich hergekommen, haben die Ernte gestohlen, sie findlich hergekommen, haben das Kind gestohlen. Und in dem, dass sie von Gott sind abgefallen, ist auch sehr viel Konsequenz gekommen.
Und irgendwann hat das Volk gemerkt, oh, 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 so geht es nicht weiter. Wir beten wieder zu Gott. Haben zu Gott gebeten und gesagt, Herr, schenk uns Gnade. Und dann hat Gott irgendeine Richtergeschichte, die sie hat befreit. Und so ist das Spiel wieder von vorne gegangen. Und hier haben wir jetzt eben so eine Situation, haben wieder gemacht, was sie wollen. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte. Und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet Goyim. Wer jemand weiß, wo das ist, könnte man es nachher sagen. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen, also eben der Sisera, und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Also manchmal geht es ja im Leben, dass etwas nicht läuft. Und mir regt das aber schon nach einer Stunde auf. Einmal hat mein PC nicht so wollen, wie ich wollte. Und die Phase ist vielleicht ein paar Minuten gegangen, aber es hat mich furchtbar aufgeregt. Aber hier war es 20 Jahre gewesen. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidotz. Also es kann nicht meine Schwester sein, weil da ist der Mann anders. Lapidot wäre im Fall für dich, die auch Kinder nehmen suchen. Das wäre vielleicht mal etwas. He? Ich bekomme ein Kind, aber wir sagen ihm nicht Lapidot. Gut. Und jedenfalls, es ist Deborah von Gott berufen worden. Gott hat gesagt, sie im Volk geht schlecht, sie schreien zu mir und sie müssen befreit werden. Und dann hat Gott der Deborah gesagt, ich gebe dir den Auftrag, dass du ein Barak der Auftrag ist, dass er mit 10'000 Kriegern gegen Sisera in Krieg zieht. Jedenfalls hat der Barak da die Männer zusammengesucht und dann sind sie zusammen in Krieg gezogen und Gott hat einen gewaltigen Sieg geschenkt. Und die Geschichte ist noch lustig. Die biblische Geschichte liest man ja einmal, andere liest man zweimal und dann gibt es auch solche, die dreimal lesen. Also viele Sachen in der Evangelien lesen wir dreimal. Es gibt im Fall im Alten Testament Sachen mehrmals lesen. Das hier zum Beispiel. Im Kapitel 4 ist wieder eine Erzählung aus der Bibel und im Kapitel 5 lesen wir das Lied, das Deborah hat geschrieben hat, nachdem das Gott der Sieg hat geschenkt hat. Hat sich quasi Gott noch einmal alles erzählt und Danke gesagt für das, was passiert. Und dort finde ich eine ganz spannende Sache. Das Erste, was Deborah gemacht hat, sie hat Gott angebetet. Das ist eine gute Idee. Wenn wir von Gott kommen, zuerst ihn anzubeten. Darum fängt das Vater unser so an, zu sagen, du bist mein Vater, du bist gut. Und das hat Deborah gemacht, hat Gott angebeten. Und das Nächste, was sie gemacht hat, sie hat Gott beschrieben, wie das Volk hat gelitten. Weil sie sich eben von Gott entfernt. Sie hat das auch begründet und gesagt, schau, wir sind von dir weggelaufen und darum haben wir angefangen zu leiden. Und dann erzählt sie, wie die Phase ist gegangen, wo Gott hat gesagt, jetzt gehen wir in Krieg gegen die. Jetzt hat mein Volk genug gelitten, sie haben zu mir umgekehrt und jetzt gehen wir in Krieg gegen die finden. Und es ist wie Gott selber hat gesagt, jetzt gehe ich Krieg. Das ist echt die Situation, die wir heute haben. Oder Gott steht irgendwo im Krieg mit dem Reich vor Finsternis. Hat Gott gesagt, ich stehe im Krieg und hat wie gesagt, wer kommt mit? Und berufen, für dort mitzukämpfen, sind die Stämme Sebulon und Naphtali gewesen. Das sind wahrscheinlich auch die, die sie unterdrückt waren von dem Jabin oder von dem Sisera. Und dann sind die zwei Stämme gerufen worden. Und dann beschreibt Deborah, wie die freiwillig sich kommt. Die Herrscher vom Volk haben gesagt, wir sind dabei. Gott ist im Kampf, ich will da. Und sie rühmt das wie, die Bereitschaft vom Volk, dabei zu sein bei dem, was Gott tut. Und dann erzählt sie aber auch, dass einige nicht wollen mitmachen. Sie waren auch nicht direkt berufen, aber gleich hätten sie vielleicht auch dürfen. Zum Beispiel der Stamm Ruben. Sie haben zwar gut beraten, haben eine Sitzung gemacht, haben Brainstorming gemacht, da Stärken-Schwächen-Modell aufgelistet und haben sich überlegt, ja, wollen wir recht mitmachen? Und sie zum Schluss gekommen, nein. Und dann der Gilead hat gedacht, ja, wieso nicht? Sie sind ja Jordan gestanden und haben gesehen, wie da die auf den Fluss kommt und dachte, da bekommen wir nasse Füße, wir gehen nicht. Oder Asser, die waren am Meer und ich weiss auch nicht, wenn du am Meer wohnst, bleibst du auch lieber dort. Und die haben gesagt, nein, wir hängen es hier am Meer und wir gehen nicht in den Kampf. Das ist genau das Gleiche mit dem, welches es war, Dan, die sind auf dem Schiff geblieben und haben auch gefunden, wir müssen da nicht in den Kampf. Und wer besonders hat mitgemacht, ist eben Sebulon und Naphtali. Von der sind die 10'000 Krieger gekommen. Und dann lesen wir, in Vers 20 ist etwas mega Spannendes. Es ist wie Gott ruft zum Krieg und Gott ist etwas am Machen, Gott ist im Kampf. Und er macht sogar die Schöpfung mit. Es heisst, dass die Sterne vom Himmel her haben mitgekämpft gegen Sisera und seine Mannschaft. Weil die waren ja viel stärker als die Israeliten. Die Israeliten mit ihren paar Pfeilenbögen und Steinschleudern gegen ein Heer mit eisernen Streitwagen.
Dann heisst, aus dem Himmel sind Sterne, hat die Sterne mitgemacht. Keine Ahnung, wie das ausgesehen hat, aber die Schöpfung hat irgendwo mitgemacht, in dem, was Gott am Machen war. Dann heisst, der Fluss Kishon hat sich angeschwemmt und hat das Findliche her weggespült. Der Fluss Kishon hat sich auch gedacht, wow, Gott ist etwas am Machen, Hilfe mit, bringe mal ein bisschen Wasser. Vielleicht hat Gott zum Fluss auch gesagt, ich weiß es nicht, aber ihr könnt ihr im Fall nachlesen. Richter 5, ab Vers 20. Und dann kommt etwas ganz Spannendes. Es ist wie, das Volk hat mitgemacht, die Schöpfung hat mitgemacht, Gott hat mitgemacht. Und dann erwähnt die Bibel eine Stadt oder einen Stamm, oder wie man dem immer sagen will, der nicht hat mitgemacht hat. Und zwar die Meros. Anscheinend, das ist mega spannend, anscheinend haben die Meros zum Stammgebiet von Naphtali und Zebulon gehört. Weil sie sind nicht oben aufgelistet. Oben ist ja eine ganze Liste gekommen, Ruben, Asser, die nicht mitmachen wollten, mitmachen, lieber haben mit dem Schiffli gespielt. Dort ist Meros nicht erwähnt. Darum nehme ich an, Meros war direkt von Gott zum Kampf gerufen. Sie sagten, Meros, ihr müsst dabei sein. Und sie sind nicht gekommen. Dann lesen wir Folgendes. Im Richter 5, Vers 23 heißt, die Leute von Meros seien verflucht, sprach der Engel des Herrn. Sie seien für immer verflucht, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe eilten, weil sie dem Herrn nicht beistanden unter den mächtigen Kriegen. Und Meros bedeutet so viel wie Zuflucht. Und Bibelforscher gehen davon aus, dass Meros eine Stadt war, oder wie eine Siedlung, die in Sicherheit gelebt hat, ein Ort vor Zuflucht war, wo es gut ging, wo nicht betroffen war von dieser Unterdrückung von Sisera und von Jabin. Also denen ist es im Ganzen innen eigentlich sehr gut gegangen. Und das heisst, die haben gelebt in diesen Palästen aus Zedernholz mit Elfenbeinverschmückung. Denen ist es gut gegangen, die waren zufrieden gewesen. Es war ein Ort der Zuflucht gewesen. Und jetzt kommt der Engel des Herrn. Und sehr oft, wenn die Bibel im Alten Testament der Engel des Herrn erwähnt ist, ist er mit Jesus höchstpersönlich gemeint. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber ich kann mir es gut vorstellen. Und jetzt werden die Meros von höchster Stelle verflucht, weil sie nicht mitmachen. Und ich finde das noch krass, sie sind nicht gegen Gott gewesen. Sie hätten ja können sagen, ja, wir nehmen da alles Gold aus der Stadt, alles Elfenbein und schicken das dem Jabin Geld, dass er uns verschont. Und sie hätten können sagen, wir schicken dem Sisera noch 100 Krieger von den Bestausgebildeten mit guter Ausrüstung und den werden wir vielleicht verschont. Nichts von dem. Ihr Fehler war, dass sie nichts gemacht haben. Und dann kommt der Engel des Herrn und sagt, sie sollen für immer verflucht sein. Und wisst ihr was? Von den Meros lesen sie nie mehr etwas in der Bibel. Und mich hat das mega getroffen, weil heute sind wir irgendwo, wir sind auch in einem Kampf zwischen Finsternis und Licht. Und mich hat das mega getroffen, zu merken, einfach zuschauen. Ist nicht das, was Gott will. Es ist ganz einfach, dem Seil zieht ein bisschen zuzuschauen und denken, der Weg ist besser. Wenn ich brülle, ist es für nichts. Ja, immer. Ich kann da gut zuschauen, wie das geht. Und denke, die sollen mal etwas machen. Ah, zum Glück gibt es andere. Oh ja, hast du gesehen? Da ist einer im Bett, das ist der gut. Ja, ja, machst du super, das machst du super. Das ist wie der Kampf, tobt. Und wir sind berufen, zu sagen, dass ich meine Gartenhändchen neu gekauft habe, extra für die Brombeere, dass es mir nicht so weh tut. Wir sind berufen, zu sagen, komm, wir kämpfen mit. Wir ziehen an diesem Seil. Und das Spannende ist, ihr seht, das Seil ist jetzt fast leer. Und irgendwie ist das etwas Spannendes, was Gott hat eingerichtet. Und wie Gott das hat eingerichtet. Es ist wie die Finsternis ist ständig am Kämpfen. Und Gott hat die Macht, um zu sagen, wir schreissen das Seil zurück und der ist eh besiegt. Aber irgendwie braucht Gott immer Menschen, für sein Reich voranzutreiben. Gott hat es so eingerichtet, dass er mit Menschen arbeitet. Auch zur Zeit der Richter. Es ist nie einfach nur Blitz und Donner gsi, die der Find hat vernichtet, sondern es war immer eine berufene Person, die am Schluss im Auftrag von Gott den Unterschied gemacht hat. Und die, die das Seil zurückziehen müssen, das sind wir. Wir sind nicht überall, nicht jeder von uns ist am gleichen Ort berufen.
Aber dort, wo ich von Gott eine Berufung habe, muss ich her und sagen, schau, für meine Familie bin ich verantwortlich, dass meine Kinder christlich erzogen werden, dass sie Jesus gerne haben. Darum ziehe ich damals braven. Und das Coole ist, wenn ich da habe, kommt die ganze Himmelskraft. Weil der ist eh schon besiegt. Aber es braucht einen, der hierher steht und sagt, ich ziehe da dran. Du musst merken, das ist ein Pfeifer, den man gar nicht haben. Den man gar nicht ziehen, das geht ganz ring. Aber der Punkt ist, dass einer hersteht und sagt, ich nehme meinen Part. Das Reich Gottes funktioniert nur, wenn wir herstehen und sagen, ich nehme meinen Teil. Wir sehen in unserer Gesellschaft so viel Werte zerfallen, so viele Sachen komplett in die falsche Richtung gehen. Und die den Unterschied machen können, das sind wir. Meine Nachbarn hören vielleicht nie etwas von Jesus, wenn ich nicht herstand, für es zu beten und es einladen und etwas zu machen. Das fordert mich aus, darum darf ich es sagen. Meine Arbeitskollegen hören vielleicht nie etwas, wenn ich nicht hierher stehe. Ich glaube, es gibt die Momente, wo Gott wie souverän eingreift. Wir sehen das im Alten Testament, so Situationen, wo ohne menschliches Zutun einfach bam, etwas ist passiert. Aber im Normalfall braucht Gott Menschen, braucht Gott dich und mich. Und wir Schweizer sind ja neutral. Ich finde das gut, gar nicht gegen die politische Seite, aber als Christ gibt es keine Neutralität für mich. Zuschauen ist nicht okay, sondern irgendwo mit Teil beizutragen. Ich muss nicht überall, aber dort, wo mich Gott beruft, sagen, hier stehe ich mit allem drin, was ich habe. Wie der Schama ist das Findliche hergekommen, sind die Philister gekommen, der Schama ist hergestanden, alle anderen sind davon gesäckelt, das ganze israelitische Heer ist davon gesäckelt, davon geköselt. Und der Schama steht dort und sagt, und das Linsenfeld, diese Ernte nehmt ihr mir nicht, ist da her. Ich kann nachlesen, mega spannend. Einer von den Helden von David. Im Reich Gottes braucht es so viel. Braucht es noch so viele Arbeiter, die sagen, ich bin bereit, Teil zu der Ernte einzutragen. Es kann schon heissen, wenn ich am Samstagvormittag im CLC putzen kann, ist es ein Teil beitragen. Wenn ich sage, ich schaue am Sonntagmorgen zu den Kindern, schauen, das ist ein Teil beitragen. Ich sage, ich bete wieder. Ich sage, ich stehe am Morgen auf und lese meine Bibel. Ich will das bei den Kindern sehen, wie ich meine Bibel lese. Das ist ein Teil beitragen. Und ich weiss, wir all tragen sehr viel bei. Und das ist wie, für mich ist es eigentlich wie eine neue Ermutigung zu sagen, ich will dort, wo mich Gott berufen, ganz reinstehen, nicht halb, sondern ich will mit ganzer Leidenschaft an diesem Seil ziehen. Ich glaube, es entfernt uns von Gott, wenn wir, ich beobachte, dass wir in der Kirchenlandschaft, dass immer mehr Christen sagen, schau, es reicht mir, zweimal im Monat in Gottesdienst zu gehen, mit der Zeit ist einmal im Monat, in der Zeit ist es alle zwei Monate. Sag, ich tue daheim ein Baileys Candy hören. Das ist super, Baileys Candy hören, das mache ich auch. Aber wir brauchen einander. Und hier alleine kämpfen ist furchtbar, sage ich. Wir brauchen einander. Und sagen, ich will einen Unterschied machen, ich stehe voll rein. Das hat einen Abdruck auf mein Leben, auf mein Umfeld, auf meine Frau, auf meine Kinder, auf mein gesamtes Sein. Einmal habe ich mit einem geredet, der mit einer Bude arbeitet, einer unserer Gemeinde. Und er hat gesagt, schau, wenn ich schwierige Sitzungen habe, dann gehe ich als erstes in den Sitzungsraum und sage, ich nehme den Raum im Namen Jesus, hier ist die Gegenwart Gottes und nicht anders. Und er sagt, wenn ich das mache, sind die Sitzungen komplett anders. Das ist nur etwas Kleines, aber sagen, ich stehe rein und ich stehe in den Kampf rein. Und die Meros-Herausforderung stellt sich vor allem uns als Westler. Wir haben alles. Okay, jetzt können wir euch allen Sachen sehen oder nicht haben. Weil ich habe eine Liste wahrscheinlich so innerlich von Sachen, die ich noch gerne hätte und nicht habe. Und das ist auch gut so. Und zum Glück habe ich noch nicht alles. Aber gleich, verglichen mit der Weltbevölkerung haben wir alles. Und das ist etwas, was ich so beobachte in der Bibel, wo die Bibel immer wieder davon warnt. Und wir beobachten, dass dann, wenn es dem Volk ist, gut gegangen ist, der Moment, dass sie von Gott abgeht. Das zieht sich durch bis zu den Propheten. Beim Amos, die haben alles gehabt. Unter dem Jerobeam ist es super gegangen. Und in dem Moment fallen sie wie von Gott ab. Sie sind zwar noch in den Gottesdienst gegangen, aber Gott hat gesagt, ich hasse euren Gottesdienst. Und es ist nur zeigen, dass ihr da seid, aber im Herzen seid ihr nicht dabei, ihr schaut nicht für die Armen.
Und es ist immer wieder, oh, Jesus warnet, Jesus redet so viel von Geld, wie kaum über etwas anderes sagt, schaut, lasst euch nicht von diesem Ding kaputt machen. Es gibt etwas viel Wichtigeres. Und die Meros-Herausforderung ist für uns jeden Tag eine grosse Herausforderung. Nicht in dem Ganzen, was uns die Welt bietet, zu versinken. Sondern zu sagen, ich will das Wesentliche tun. Und das Wesentliche Finger im Buch. Und eine Geschichte, das ist nicht Weihnachten, aber die ist mir in letzter Zeit hat mich beschäftigt. Wo Josef und Maria auf Bethlehem kamen, war das Dorf voll mit Leuten. Weil der Kaiser hat gesagt, sie müssen alle sich am Heimatort eintragen. Und ich nehme an, es haben ganz viele Juden am Heimatort Bethlehem gehabt. Das Geschlecht von David war, das ist gewachsen, das Geschlecht. Und es sind ganz viele auf Bethlehem gegangen. Und das, ich stelle mir vor, es ist wie heute. Oder wenn heute in Basel Uhrenmesse ist, dann sind dort die Hotelpreise um einiges höher als sonst. Und ich nehme an, das war in Bethlehem ähnlich gewesen. In diesen 2-3 Wochen von dieser Zählung, hast du dort auch kaum ein Hotelzimmer leisten. Die haben das Geschäft vom Jahrhundert gemacht. Es ist um extrem viel Geld gegangen. Denen ist es super gegangen zu Bethlehem in diesen paar Wochen. Und dann kommen Maria und Josef. Und das Dorf hat keinen Platz für den Retter der Welt. In all ihrem Geschäft innen haben sie keinen Platz gehabt. Für Jesus. Und wir stehen in dieser Herausforderung. Unsere Welt bietet uns so viel. Und wir sagen, schau, ich gebe dem etwas weniger Gewicht, sondern ich will Platz für den Retter der Welt. Und wenn wir da drin stehen, das Coole, wir machen das nicht alleine. Aber der Punkt ist, ich muss hergehen und mich heben. Ich muss hergehen und anfangen zu ziehen. Und das ist die ganze Himmelskraft hinter mir. Im 2. Korinther 10,4 lesen wir etwas mega Spannendes. Das heisst, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf kämpfen, sind nicht die Waffen von dieser Welt, sondern sie sind von durchschlagender Kraft. Sie sind von grosser Kraft. Wenn wir hier mitmachen, dann kommt die ganze Himmelskraft und zieht da dran und hilft mit und kämpft und nimmt der Finsternis den Platz weg. Und das Licht ist immer stärker. Das Beste ist im Licht zu stehen. Und in der letzten Woche hat er mich ja beschäftigt mit der Thematik Identität. Und das ist ganz wichtig, wenn wir hier drinnen stehen, dass ich weiss, ich bin ein geliebtes Kind vom Vater. Ich bin erlöst, ich bin befreit, mir ist vergeben. Dann lässt sich das viel einfacher daran zu ziehen, als wenn ich die ganze Zeit denke, ja, ich bin ja selber ein Pfeife und kann es nicht. Das denke ich manchmal schon, aber dann weiss ich, zum Glück ist Jesus gross. In meiner Schwachheit ist er stark, darum gehe ich ziehen. Weil Jesus ist getauft worden, letzten Sonntag der Christian erzählt, ist plötzlich der Himmel aufgegangen und der Vater hat zum Himmel geredet und alle haben es gehört. Und der Vater hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Ja, ihm habe ich grosse Freude. Und ich glaube, die Aussage vom Vater ist die Grundlage für den ganzen Dienst von Jesus. Bis er am Schluss in den Kreuz ist gegangen und gewusst, ich bin der geliebte Sohn vom Vater. Ich mache das, weil ich geliebt bin. Wenn ein Mensch hat geliebt, dann wusste ich, ich bin geliebt, weil ich habe so viel zu geben, Liebe. Und spannend ist, Jesus nach der Taufe von Jesus dreht er sich um und geht in die Wüste. Und in der Wüste war Kampf. Die Wüste ist nicht ein schöner Ort, dort hat der Teufel ihn angegriffen. Und spannend ist, kaum ist Jesus in der Wüste, fährt es da an zu ziehen, und dann sagt der Teufel, genau das, was er gerade vom Vater gehört, Jesus, sagt der Teufel, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Der hat gesagt, sicher nicht. Jedes Wort aus dem Mund von meinem Vater ist mir Brot. Yes. Wisst ihr, was der Teufel hat vergessen bei seinem Zitat? Das Wort geliebt. Das sagt er nicht gerne, dass wir geliebt sind. Wir sind geliebte Kinder vom Vater. Und das ist so angegriffen. Der zweite, der Teufel hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch hier runter. Die Engel werden die auf Hände tragen. Und Jesus hat gesagt, nein. Das sollst du Gott, den Vater, nicht versuchen. Und das ist so ein Kampf, der tobt um unsere Identität. Und find uns immer probiert zu sagen, wir sind das nicht. Wir sind nur kleine Würmli, die hier eh nichts ausrichten können. Und das ist einer der zentralen Kämpfe, die wir kämpfen, zu sagen, ich bin ein geliebtes Kind vom Vater. Und das nimmt mir niemand weg. Und wenn wir das tief in ihnen wissen, lässt es sich viel einfacher, durch das hineinzustehen und zu sagen, oh, wenn ich meinen Kindern von Jesus erzähle, wow,
da geht etwas rein, da kommt etwas mit. Dann fällt sie im Mikro an, Halleluja singen, das ist sehr angenehm. Und irgendwo zu sagen, ist da in das rein. Ich tue am Sonntagmorgen Kinder hüten, ich tue die Seele putzen. Und dann merke ich, Gott wirkt durch das, was ich mache, ob ich es manchmal sehe oder nicht. Aber ich bin berufen, da reinzustehen. Jesus sagt in Matthäus 12,30, wer nicht mit mir isst, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und Jesus sagt eigentlich das Gleiche, wie er bei den Meros gesagt hat. Er sagt, einfach zuschauen ist im Fall nicht ganz das Wesen, sondern unser Auftrag ist, reinzustehen, zu sagen, Jesus, wo ist mein Part? Und dort voll reinzustehen. Das heisst nicht, dass wir alles machen, aber das, was ich berufen bin. Eine Geschichte, die mich immer wieder fasziniert, ist von Magi Duran. Wir sind ja alle, bevor wir in Toskana-Gemeindeferien sind, sind wir auf Südfrankreich, Le Côte du Roi. Und das ist eine Geschichte, die ich vorher nicht kennt. Aber wir sind dort mal auf Aigues-Mortes. Das ist etwa 2-3 Kilometer ins Landesinnere, also eigentlich fast nichts, in diesen Tümpeln dort. Und dort hat es so einen Turm, den Tour de Constance. Und das war früher das Gefängnis gewesen. Dort kannst du heute rein, kannst das Ganze anschauen. Und in diesem Gefängnis war Magi Duran 38 Jahre gefangen gewesen. Und der Grund, dass sie dort reinkam, das ist das Innere von diesem Gefängnis. Der Grund, dass sie dort reinkam, ist, weil sie Jesus gerne hatte. Sie war eine sogenannte Hugenottin. Sie war eigentlich Freikirchler, wo sie verfolgt wurde vom französischen Staat und von der französischen Kirche. Und 4 Monate nach ihrer Hochzeit ist sie gefangen genommen worden und vor 38 Jahren in das Loch geschossen worden. Mit irgendwie 50 anderen Frauen. Also ich nehme an, es war vielleicht ein bisschen eng. Und das Spannende ist, Marie Duran, das wäre ganz einfach gewesen, dort rauszukommen. Das Einzige, was sie hätte sagen müssen, wäre, Schabschüch, also ich schwöre ab. Und sie wäre ab sofort eine freie Frau gewesen. Und sie hat gesagt, dem Jesus schwöre ich sicher nie ab. Und sie ist dort innen zu dieser Frau geworden, die für alle anderen von diesen Frauen hat geschaut hat. Sie hat denen die Wunden gepflegt, Sie ist die hat Lieder mit ihnen gesungen, sie ermutigt, Psalmen gelesen, Bibelwort zitiert. Sie war wie die Mutter von diesen Frauen dort drin und hat gesagt, ich bleibe dem Jesus treu. Und sie hat über die 38 Jahre in Boden von diesem Kerker hat sie ein Wort eingeritzt. Ich habe das selber gesehen, es ist nicht mein Foto, aber ich habe das selber gesehen, sie hat es zwar falsch geschrieben, aber sie hat dort eingeritzt, wahrscheinlich über Jahre, resiste. Und ich sagte, ich widerstehe. Ich bleibe dem Jesus treu, egal was es mich kostet. Sie hat einen Kampf gekämpft, der vielleicht recht mühsam war, würde ich mal sagen. Aber sie hat gesagt, ich widerstehe, ich kämpfe hier weiter, ich ziehe an diesem Seil. Und nachdem sie frei wurde, ist sie rausgekommen, hat vielen Leuten gedient. Und es war so ein Licht, es war so ein Hoffnungsbringer. Und das ist vielleicht jetzt auch heute herausfordernd, die Predigt, aber es ist jetzt nicht, ich glaube nicht, dass wir alles machen müssen. Aber ich glaube, es ist nicht gesund, nur im Ecken zu stehen und zu sagen, ah, das ist schön, wie die da Jungschar machen. Also meine Kinder schicke ich nie, aber sie machen es ganz gut. Ah, das ist schön, ah ja, das ist gut, wie sie da mit von Jesus erzählen. Das machen die super, zum Glück machen die das. Und zu sagen, nein, ich nehme dort, was mein Teil ist, sage ich, mache mit. Und packe an diesem Seil. Wir haben gerne Frieden, aber das Reich Gottes ist nicht im Frieden im Moment, sondern es ist in einem Kampf. Und unser Auftrag ist irgendwo zu sagen, Jesus, hier ist mein Teil. Ich will wieder jeden Tag in der Bibel lesen. Ich will mich füllen von dem. Ich will meinen Nachbarn etwas von dir erzählen. Und vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, ich weiss gar nicht, von was der redet, von Licht und Finsternis. Das, was ich sagen will, ist, das Reich vom Licht ist das Beste, was wir sein können. Ein Gott, der uns liebt, ein Vater, der begeistert ist von uns, der uns nur das Beste geben will. Aber der uns brauchen will, mich will er brauchen, für irgendwo ein Teil zu sein, damit sein Reich wächst, damit Finsternis an Platz verliert, damit Hoffnung kommt in unser Land, damit Frieden kommt, damit schöne Beziehungen passieren. Und ich will nicht mehr zu viel sagen, sondern wie ermutigend zu sagen, ich glaube, wir alle spüren, wo der Punkt ist, wo Jesus sagt, komm, stang dort auf und habt ihr dem Seil. Ich weiss es für mich ganz genau.
Und darum möchte ich euch wie ermutigen, zu sagen, komm, wir stehen doch zusammen auf für die, die das wollen, und sagen, ich stehe neu rein und sage, ich will hier mit Teil beitragen. Ich will nicht einfach zuschauen, sondern sage, ich übernehme meine Verantwortung. Ich will einen Unterschied machen. Ich bete für die, die wollen, dazu aufstehen. Herr, ich danke dir für die Geschichte von Meros, für die Geschichte von Barak, von Deborah. Und Herr, mich trifft es, die Klarheit, wo dort vorkommt, wo sagt, zuschauen, ist keine Option. Und Herr, ich bitte dich, schenke uns Gnade. Herr, dort, wo du uns berufst, zu sagen, ist da rein. Und danke, dass du jetzt gerade zu jedem von uns persönlich ganz klar redest, wo ein Punkt ist, wo wir sollen neu reinstehen und einen Unterschied machen. Und danke, dass wir das nicht alleine machen, sondern dass der ganze Himmel hinter uns steht. Dass wir das nicht alleine machen, sondern dass wir das zusammen machen. Als Gemeinde, als Church, als Freunde. Und danke, hast du noch so viel als Segen parat für hier, für die Region. Danke, hast du noch so viel, wo du wirst tun, wo dein Reich wird Durchbrüche erleben. Und danke, dass du in diesem Münden uns auch brauchst. Und wir wollen heute Morgen da sein und sagen wieder Jesaja, hier bin ich, brauch mich. Hier bin ich, brauch mich. Amen.